Der Raid Day mit Mega Knackrack wurde angekündigt. Richtig viele Raid Pässe gratis und der Felino und Paldea Felino Community Day wird an diesem Wochenende stattfinden. Wer nur deshalb hier ist, springt zu dieser Minute. Wir starten aber mit Knackrack. Markiert euch den 11. November. Richtig genial, da wird es. 3 Stunden lang Mega Knackrack bei so gut wie jeder Arena geben und ihr bekommt bis zu 5 gratis Raid-Pässe. Das sind die Orangen-Pässe, die kann man nicht bunkern, also ihr müsst immer einen Raid machen und dann bekommt ihr einen neuen Raid-Pass. Mega Knackrack brandneu im Spiel, das Shiny gibt es schon. Na und die Shiny-Chance ist auch erhöht, genauso wie das Limit für Fernraid-Kämpfe. Und hier sogar den kompletten Tag lang, also 0 bis 24 Uhr. Und wir haben auch natürlich, weil, naja, die anderen Spiele von Niantic, die finanzieren sich nicht von alleine, ein 5-Dollar-Ticket, bei uns vermutlich je nach Store 6 Euro. Und die Boni, die man hier mit dem Ticket bekommt, kann man sogar bis 22 Uhr genießen. Nämlich 8 gratis Raid-Pässe obendrauf, da wären wir dann, einen hat man sowieso pro Tag, dann 5 für alle und 8 mit dem Ticket, in Summe 14. Für jeden Raid bekommt man 50% mehr EP und den doppelten Sternenstopp im Raid sowie erhöhte Chance auf XL Sonderbonbons im Raid. Den Bonus hatten wir schon mal und der war nicht spürbar. Der war wirklich nicht vorhanden. Und naja, mit dem anderen XL Sonderbonbon-Debakel, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da ultra viele erhalten wird, also mit Vorsicht genießen. Mega Knackrack sollte aber ein wirklich, wirklich einfacher Raid-Boss sein und heftige Leute mit Krypto-Pokémon können eventuell je nach Attacken von Knackrack mal so einen Raid solo schaffen alleine. Aber im Allgemeinen, wenn ihr stabile Eis-Pokémon habt, dann locker, flockig zu zweit. Interessant finde ich auch, Mega Gardevoir? Top-Mega-Pokémon? Würde ich aber nicht unbedingt empfehlen. Doch, weil es nun dreifach Axel hat, eine Eisattacke und Knackrack, beide Typen schwach gegen Eis, da landet Mega Gardevoir hier oben, obwohl das nicht mal ein Eis-Pokémon ist. Finde ich irgendwie spannend, ja. Die aktuelle Eis-Mega-Entwicklung, Mega Finontor oder Mega Rex Blizzard, die sind nicht so ultra stark, würde ich aber dennoch nehmen, weil man damit alle Eisattacken auch verstärkt. Und Gardevoir eben die Feen und die Psycho-Pokémon. Auf der anderen Seite hält Gardevoir auch viel länger durch? Ja, kann man eventuell überlegen. Und dann habe ich hier noch eine andere Konter-Grafik, nämlich gegen Reshiram. Aber nein, ihr müsst euch nun nicht freuen oder so, wir bekommen Reshiram nicht wieder im Raid aktuell. Doch dieses Pokémon ist schwach gegen Drache und gegen Boden. Dachte ich mir, hey, perfekt, Mega Knackrack, Drache, Boden. Da schauen wir mal. Rayquaza auf der 1 und danach kommt gleich Mega Knackrack, noch die falsche Grafik hier von Pokebattler. Also, ich denke, ich muss nicht wirklich weiterreden. Mega Knackrack sollte man schon in seinem Repertoire haben. Genügend Mega-Energie für eine Mega-Entwicklung bekommt man hoffentlich mit den Gratis-Pässen. Ich denke mal, das sollte langen. Man kann sich ja vielleicht noch den einen oder anderen grünen Raid-Pass momentan für Mega-Knackrack dann aufsparen. Eine Sache möchte ich noch erwähnen. Wir hatten ja mal den Kaumalat Community Day und da gab es bei der Entwicklung die Bodenladeattacke Erdkräfte, die ein bisschen besser ist als Erdbeben, kann man sagen. Und ja, will man warten, kommt die Attacke mal wieder oder so. Ich würde vermutlich einfach entwickeln und vorübergehend, wenn man es für Boden verwendet, mit Erdbeben spielen oder eine Top-Lade-TM verwenden. Aber da entscheidet einfach selbst, wie ihr das so machen wollt. Der Schilling, Alter. Apropos Community Day. Am Sonntag haben wir Felino und Paldea Felino. Von 14 bis 17 Uhr werden diese beiden Pokémon ultra häufig in der Wildnis auftauchen mit einer sehr hohen Shiny-Chance. Der Hauptbonus, der für mich eher schwache, finde ich, die Brütdistanz für Eier ist geviertelt. Ja, kann man nebenbei irgendwie mitnehmen, doch
Ich hätte lieber Sternenstaub oder vielleicht sogar Fang-EP, dass die Leute mal ordentlich leveln können. Die Bonbons und so weiter, Rauch-Lock-Module, macht ein paar Fotos von eurem Kumpel. Da bekommt ihr meine Überraschung und könnt dann nochmal ein Felino fangen. Und wenn ihr die Felino entwickelt, bekommen sie besondere Attacken. Morlord erhält die Wasserladeattacke Nassschweif und Zoelord bekommt Vielender Typ Käferladeattacke. Alle werden natürlich auch in Shiny verfügbar sein. Felino und Morlord haben wir schon in Shiny und Paldea und Zoelord werden dann neu erscheinen. Bei den Attacken, da werde ich gleich noch was sagen, aber vorher noch. Wer in den 3 Stunden eventuell keine Zeit hat, kann sich danach bei einem 4-Sterne-Raid nochmal ein paar Felino freispielen. Man macht den Raid, dann tauchen für eine halbe Stunde lang um die Arena paar Felino und Paldea Felino auf. Und ich habe mir die Kampfsimulationen bei Pokebattler angesehen. Die kann man beide solo schaffen. Das normale Felino noch viel einfacher, weil beide Typen sind schwach gegen Typ Pflanze. Und bei Paldea Felino bitte vorrangig Mewtwo verwenden, wenn ihr das habt. Dann sollte man den Raid auch im Alleingang schaffen können. Habt wie immer eine Mega-Entwicklung aktiv. Da bekommt man einfach passiv nochmal ein paar Boni obendrauf, je nachdem, wie hoch eure Mega-Entwicklung gelevelt ist. Wir haben also Felino Typ Wasserboden und Paldea Felino Typ Giftboden. Möchte man beide mit einem Schlag, dann nimmt man natürlich Boden. Da haben wir in Pokémon Go Mega Stalos, Mega Sumpex und Mega Groudon. Und mit Mega Groudon meine ich natürlich Proto Groudon. Nun die Attacken oder auch, was können die Pokémon eigentlich? Gleich vorneweg. Nur für die Go-Kampfliga brauchbar oder auch für Team Go Rocket, aber da haben wir eigentlich stärkere Kandidaten. Bei Zoelord war so eine kleine Debatte in der PvP-Community, weil das Ding eigentlich stärkere Attacken beherrschen könnte im Pokémon-Universum, aber Niantic war nicht ganz so großzügig. Was sich, glaube ich, viele gewünscht hätten, wäre Surfer gewesen, die Ladeattacke. Dennoch, wenn ich PvPoke aufrufe und die Pokémon in diesem Simulator sortiere für die Superliga, Zoelord auf der 11. Und am 11. November findet der Raid-Tag statt. Zufall? Ich denke nicht. Also das sind beide auf jeden Fall starke PvP-Pokémon, doch die 11 darf man nicht so brutal übertrieben sehen, weil ein Problem von Zoelord ist, glaube ich, mit den aktuellen Attacken, die man dann spielen möchte, Giftstachel, Erdbeben, Matschbombe, man verliert gegen viele von den häufigen Pokémon. Ne, gegen Meditalis eventuell sogar. Man verliert hammerhart gegen Schlurp und ein paar weitere Pokémon. Aber stark, wirklich sehr, sehr, sehr stark, doch hätte sogar noch stärker sein können. Ja, und dann die WP, 100er. Hat 275 WP. Und nun fragt ihr ja, aber das normale Felino oder Paldea? Die beiden haben identische Werte, Stats, Attribute. Erst dann bei der Entwicklung unterscheiden sie sich, weil Morlord und Zoelord, das sind unterschiedliche Pokémon. Von daher, hier alle WP, die eventuell ein 100er sein können, nämlich Felino und Paldea Felino. Kann man wissen, muss man aber nicht, wirklich nicht wichtig. Und hier die PvP-IV-Tabelle von IV4U. Auf der linken Seite Morlord, auf der rechten Seite Zoelord. Wenn man den Angriff niedrig hält und die defensiven Werte eher hoch, dann kann man das Pokémon nochmal ein bisschen mehr pushen, ohne dass es über die Superliga-Grenze von 1500 WP kommt. Die Sache ist nur mit der Event-Attacke, vor allem Vielender, benötigt man eher nicht wirklich, glaube ich. Nassschweif bei Morlord kann man je nach Team überlegen. Doch, seit es Schlammbombe hat, das geht eigentlich auch in Ordnung. In Ordnung wäre es auch, wenn ihr ein Glücksei aktiviert, nämlich direkt um 14 Uhr. Bitteschön, da machen wir Freundesaufstiege. Direkt Geschenk schicken und öffnen, wo ihr noch einen Tag für die Interaktion benötigt. Und ja, paar Eier in die Brutmaschinen legen könnt ihr auch. Für den Bonus noch, bevor das Event endet, oder den Rauch aktivieren, ein Lockmodul noch anmachen. Die halten dann 3 Stunden. Ich hoffe, das Wetter geht in Ordnung morgen bei euch. Wenn euch die Go-Kampfliga wirklich gar nicht interessiert, dann werdet ihr bei Schlechtwetter am Sonntag nicht viel verpassen, sage ich mal.
Aber einmal ein Shiny mitnehmen, eventuell sogar eines mit 3 Sternen und fertig. Viel Spaß, Erfolg, Glück, Shinies, vielleicht ein 100er. Bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen.